will es aber gar nicht schaffen. Psst, wo müssen wir jetzt hier lang? Das ist ein verzwickter Weg hier jetzt. Wo komm ich denn jetzt her? Bin ich denn jetzt hier hoch? Nein, sieht so aus, als ob ich hier schon wäre. Ich muss runter. Huch! Sag mal, lass mich hoch hier. Hier war ich dann scheinbar auch schon. Mal gucken, ob wir alles gelootet haben hier. Ich weiß, dauert ein bisschen, aber... Ich will wirklich alles mitnehmen. Hier war doch irgendwo Gang zum Durchkriechen oder sowas. Hä? Wo ist denn der hin? War irgendwas zum Kriechen, ich schwör's. Ah, da. Ah, da. Ich bin auf... Vielleicht doch da? Wollte mich ja nur... Wo bin ich denn jetzt lang? Ich bin verwirrt. Ich guck mal. So, da war eine Glocke. Ah, da. Ich glaub, oder? Gucken, wo wir jetzt... Feuertür... Oh, wir kommen gar nicht weiter hier, oder? Ne, wir... Wir kommen hier weiter, hier auf jeden Fall nicht. Doch, kommen wir wohl. Ah, Leiter! Ne! Gibt's... Ich versuche mal ein bisschen zu schleichen. Mist. Problem ist, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Trick. Na, war vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. Na, dann gehen wir vielleicht doch den normalen Weg. Ich hätte gedacht, ich habe jetzt einen guten Weg gefunden.
Na, ist egal. Dann macht er doch halt. Wieso ein Eindringling? Ich habe das hier erobert. Ganz offiziell. Und ich will das hier auch. Wo kommt er denn her jetzt? So. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Bombarte lässt dich dann raus. Ja, ja, aber erstmal muss ich aufräumen. Hilft ja alles nichts. Mach die Waffe. Aber wahrscheinlich werde ich ihn nachher noch brauchen. Hallo. Aha, hallo. Wen schießt denn du? Von hier auf mich etwa, oder? Komm mal. Ist jetzt gut hier? Das gibt's ja nicht. Schießen hier einfach auf mich. Das ist ja also... ungeheuerlich. Nö, komm mal. Hä? Wo? Der hat auch die Stigma-Codes. Limit erreicht. Ich freue mich immer, wenn ich das Limit erreicht habe, aber ich bin immer traurig, wenn ich wieder was nicht mitnehmen kann. Wo kommen wir denn hier hin? Nein, warte! Hier ist noch ein Raum. War Limit erreicht. Wo kommen wir denn hier hin? In einen Wartungsschacht. Wo kommen wir denn da hin? Alter, das Ding ist so riesig. Oh, 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 aua. Willst du das abhauen? Ja, besser ist das. Zum Aufladen eh gedrückt halten. Ah, ein bisschen Saft hier. Anklopfen. Klopf, klopf. Oh, meine Maus immer. Tachchen. Gut gemacht, Blaskovic. Ja, komm. Sicher. Alle sind versammelt. Gott sei Dank.
Einfach so. Mein Leben. Alles Wissen. Alle Gefühle. Alle Erlebnisse. Alles weg. Mit einem Mal. Wie Wasser. Wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig, aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich ess besser was, bevor ich umkippe. Oh. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Mich kann man nicht heilen. Das kann man meistens nicht. Ich würde jetzt gerne mal eben speichern. Lernspielstand. Alles klar. Gucken wir uns hier auch mal ein bisschen um. Das ist unser Bettchen. Besuche Set ist das nächste Ziel. Ja, besuche Set. Ich muss Set finden. Er will mich durchchecken. Jo, was will der mich schon durchchecken? Sag ich mal großartig. Was haben wir denn hier? Kann man auch. Ja. Hier habe ich Gott sei Dank auch keine Waffen jetzt dabei. Brauche ich jetzt auch nicht. Zwei Fotos von uns beiden. Polski! Tarevi! Moim Seku. Ich kann kein Pol, ne? Eine Nähmaschine, cool. Ich suche immer so ein bisschen an Easter Eggs, aber ich weiß nie, ob ich auch noch ob ich ein Easter Eggs finden würde. Wenn ich denn welche sehen würde. Sing for Kids, aha. Ja, viele. Ja, ich will da hoch. Na. Das Metalldingen liegt mir aber sicherlich sehr unbequem. Kopfhörer. Ja. Hammerfaust, Hauptquartier. Riesenwiderstand. Also, Max. Bombay. Es wird Zeit. Max Hals. Hey, Max, guck nicht so. Ich weiß, du magst Rosa. Oh. Aber so ist es nun mal. Schweine Max Hass. Haben damit Menschen, was zu essen haben. Max Hass. Und wir haben kein Futter mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Max Hass. Och, das ist Schweinchen Max, doch in Ruhe. Max, okay, Max. Okay. Gibt Ärger hier. Das Schweinchen bleibt am Leben. Und jetzt guck nicht mehr so traurig. In Ordnung? Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln. Genau, Max. Hey. Was hat er sich denn hier? Ja, sieht interessant aus. Mutter, Schwester, irgendwie sowas. Abstrakte Kunst. Rauchen. Oh, da war was. Max Hass. Jo. Schweinchen streicheln. Jo. Sie ist traurig aus, Mädchen. Füttere Rosa. Nebenmission. Mal schauen, ob ich ein paar Kartoffeln für die Sau finde, um sie glücklich zu machen. Ja. Wenn ich wüsste, wo Kartoffeln sind. Hier bestimmt nicht. Trompet. Max liebt seine Wachsmalstifte. Oh.
Ah. Oh. Zu Ende? Ich würde gerne noch mal. Warum? Zum Lesen drücken. Max Geburtstagskarte. Alles Gute zum Geburtstag, Max Klaus. From Klaus to Max. Ich weiß gar nicht, ganz ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, woher der Max ist. PJ. Anja. Max Hass. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Sie lagen immer richtig. Ja. Hat es gut. Captain. Ne? Sie wirken unglücklich, Captain Blazkowicz. Kopf hoch. Ja. Ich kann nicht mehr laufen ohne diesen Anzug, glaube ich. Aber, naja. Glücklich sein. Hackerzentrale. Cantina Helm. Das sieht so ein bisschen nach Marke Eigenbau aus hier. Hier ist das Putzzeug. Verschlossen. Ich mag keine verschlossenen Türen. Helm. Okay. Nicht verfügbar, alles klar. Nee, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Ins Labor. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo schon stehen. Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme, bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Stubbins, wenn Sie sie nicht nehmen? Ich suche Kartoffeln für Schwein. Boah, nein. Und ich wäre eine Gefahr für mich selbst und meine Umgebung. Ich könnte mich gezwungen sehen, stundenlang wirres und unverständliches Zeug zu reden. Das machst du jetzt auch schon. Zu trinken, zu schlafen oder auf die Toilette zu gehen. Ich würde mit den Zähnen knirschen und auf meiner Zunge kauen. Also, so wie jetzt. Nicht ganz. Hier ist ein bisschen. Schlimm, was mit Caroline passiert ist. Ich vermisse sie. Gute Anführerin. Nicht so wie der garstige alte Schotte. Nein, hey. Nicht sie. Die Stimme sagt, sie haben große Schmerzen. Wenn er zum Beispiel Leute anbrüllt, die helfen wollen. Innen auf. Ach so, die spricht mit mir. Anfährt. Ja, hast du recht. Natürlich hat er auch oft töten oder getötet werden, so Monsieur. Sein. Wenn ich zu mir sehe, ist immer sehr laut die Stimme mir. Dieser Mann ist der größte aller Killer. Naja, also, ich will ja mal nicht übertreiben, aber guck mal hier sogar so eine Chill-Orange. Vater Jacques Brief. Liebe Maria, nachdem du ausgezogen bist, ist es einsam in diesem Haus geworden. Du hast dem Haus Wärme und Atmosphäre verliehen, die mit dir ausgezogen zu sein scheinen. Deine Mutter und ich denken die ganze Zeit an dich. Mach dir keine Sorgen. Wir sind glücklich und vor allem stolz, denn du hast so viel vor dir. Es gibt für dich so viel zu sehen und zu lernen. Du musst dich jetzt auf dein Studium konzentrieren. Erzähle uns, wie das Leben in Toulouse so ist. Beschreibe deinen Alltag. Wir wollen alles hören. Hast du die Nachricht über Germanien gehört? Dieser Hans Wurst wird bald weg vom Fenster sein. Die Leute müssen seinen Tiraden überdrüssig werden. Ich erwarte, dass er innerhalb eines Jahres Geschichte ist. In Liebe, dein Vater, Jacques. Nein. Bestimmt nicht. Tja. War er leider wohl nicht. Oder vielleicht. Hey, hast Jess. Du ja eine Schwäche für ihn. Ach, Quatsch, hab ich nicht. Wie du meinst. Classic. Aber können wir nicht mal, hier so ein bisschen Classic anwerfen? Das fände ich jetzt eigentlich ganz cool.
Sofern es dann nicht. Ja. Gott, Kapitän. Diese Leute hängen mit so einem Hals raus. Maria. War der Brief nicht Maria? Mein Freund. Sie sehen. Anna Wolanska. Wie sagt man? Scheiße aus. Ach. Weiß ich jetzt auch nicht, woran das liegen könnte. Kantine! Kantine! Kantine. Oh, was ist das denn? Ich kann nicht aufhören. Was? Erdnussbutter? Ach du Scheiße. Meine Frau ist Erdnussbutter süchtig. Such. Ich will. Boldo, haben Sie den zweiten Abgasfilter von Hass 2 geprüft? Natürlich, natürlich, Miss. Boldo hält immer, was er verspricht. Sag mal, Boldo, gibt's hier irgendwo Kartoffeln? Nein. Was gibt's denn heute? Nicht repariert. Filter war nicht kaputt. Brigo! Abgasfiltersteuerung. Sehen Sie? Blaue? Nein. Braune. Mierda. Okay, Boldo. Ich rede mit Zed. Vielleicht können wir dem Regime noch mehr Elektronik schicken. Gibt's hier nicht. Okay. Irgendwie muss man da auch reinkommen, oder? Kartoffeln. Trato. Das ist. Potato könnten wir. Ich will da rein, ich will Kartoffeln. Das Schwein hat Hunger. Ich würde dem Schwein gerne echte. Irgendwas geben zu essen. Ich will dem Schwein was zu essen geben. Absolut bereit, Sir. Ja, ist ja gut. Achso, das ist scheiße aus. Alles klar. Weitermachen. Ich hätte jetzt echt gedacht, hier in der Kantine. Vergiss nicht, dass Seth dich noch untersuchen will. Ja, Anja, ist ja gut. Ja. Ich suche da nur Kartoffeln oder irgendwie sowas. Wo könnte ich denn für das Schwein hier was zu essen finden? Ich hätte jetzt echt gedacht, in der Kantine irgendwo. Irene Engel. Rang General, Alter 56, Dienstjahre 29, Größe 1,65, Gewicht 62 Kilo, Blutgruppe 0 minus, also 0 negativ, Ehegatte keiner, Kinder 5, männlich 1, weiblich. Bedeutende Leitungen, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppen in Berlin, ehemalige Anführerin der Nachwuchstruppen Germaniens, leitet von 1948 bis 1960 als Lagerkommandantin das Lager Celo, hat im Februar 1960 die Wiesenau-Terrorzelle in Berlin gefasst. Sollte man wohl niemals vergessen. So, hier finde ich, glaube ich, jetzt keine Kartoffeln. Ich hänge fest. Keine Kartoffeln. Buschpflanzen! Unfassbar, dass Caroline tot ist. Wer führt uns jetzt an? Der wütende Schatte, glaube ich. Doch nur als eine Übergangslösung? Bis wir jemand passenderen gefunden haben? Was weiß ich schon. Ich gehöre ja nicht gerade zum inneren Kreis. Mio Dio. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Warum nicht? Hallo. Hallo. Sie sehen traurig aus, Captain. Das macht mich auch traurig. Aber alle nennen sie mich trotzdem Captain.
Helm. Kartoffel. Hangar, okay. Ist noch verschlossen. Wahrscheinlich müssen wir das ein bisschen im späteren Verlauf kommt das wahrscheinlich dazu. Na, ich will nicht. Ich will noch nicht. Hallo, Captain. Ja, ja. Sag mal, hat einer von euch Pappnasen irgendwo in Kartoffeln oder so gesehen? Kartoffeln für Schwein. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Hier müssen wir irgendwo müssen hier Kartoffeln sein, das ist doch. Irgendwo müssen doch Kartoffeln sein hier. Schön, Sie zu sehen, Captain. Ich weiß gar nicht, was mit den ganzen Kartoffeln? Post E sind, glaube ich, die Duschen. Achtung! Schutzausrüstung. Ja, sieht so aus, als ob ich gesucht werden würde. Brauche mich nicht höher zu springen, ja. Hat Max denn keine Kartoffeln hier bei sich irgendwo im Zimmer? Ist doch bestimmt jemand, der Kartoffeln versteckt hier irgendwo. Mir guckt einfach nur. So ein Krankenhausbett. Was steckt der denn da? Tuse oder was? Ich suche echt. Wo schläft denn hier? Ich würde gerne Kartoffeln irgendwo finden. War da nicht mal? Kartoffeln im Waschbecken. Wir gehen ganz schnell wieder. Hey, guck mal hier. Das sieht jetzt nicht so nach Kartoffeln aus. Shooting Range. Ich würde da gerne durchkommen. Nee, ich will nicht in ein Labor vom Set. Ich will die Kartoffeln finden für Schwein. Das gibt's doch nicht. Ich will echt die Kartoffeln finden. Für Schwein. Schweini. Komm hier rüber. Ich will da rüberkommen. Da stand doch was von Kartoffeln, oder? Nebenmission. Füttere Rosa. Vorteile? Hab schon einen Vorteil. Yeah. Schwere Waffen haben wir schon gefordert. Chaos-Taktik. Alles klar. Chaos haben wir schon. Ja, das ist aber auch. Umgebungskill haben wir auch super. Mhm. Hammerfaust, Ausmerzer, Hammerfaust. Noch nicht gesammelt. Okay, da gibt es also mehrere. Beilwurf können wir auch machen.
um einen Ball zu werfen. Ah, okay, cool. Achso. Füttere Rosa. Ich weiß nicht, was hier so ist. Das ist echt mega riesig. Hier das Schiff. C, wer ist denn C? Müssen wir hier, glaube ich, lang, ne? Oder? So, genau. Und ich glaube, hier dann lang, ne? Alles klar. Kartoffeln. Na, sollten wir vielleicht... C für Cockpit vielleicht? So, ne. So, hier rein. C. Caroline! Das waren die... Oh. Da war irgendwas. Ah, da. Carolines Tagebuch.